Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Tutorial in F1 22. Heute möchte ich euch mal erklären, wie ihr es schafft, perfekt euer Auto im Grid zu parken und dass dann ein Purple-Schild vor eurer Nase ist. Also würde ich sagen, legen wir los. So, liebe Leute, ich bewege mich auf das Grid zu und ganz wichtig ist dabei, ihr habt es ja unten rechts schon gesehen, das Fenster ist auf. Bringt eure Reifen auf jeden Fall nochmal ordentlich auf Temperatur. Und ganz wichtig ist dabei, achtet auf die km/h-Anzahl. Genau, so langsam wie möglich. Und dann heißt es, hallo, 0,3 Meter. Aber es kann auch mal vorkommen, dass ihr, sagen wir mal, ein klein bisschen zu schnell seid. So zum Beispiel in dem Fall hier, ihr seid ein klein bisschen zu schnell. Ja, wollt dann drücken und dann, oh, hoppla, das kann passieren. Ja, sollte nicht. Kleiner Tipp noch von mir, ihr könnt auch Folgendes machen. Und zwar habe ich das schon bei einigen so gesehen. Und zwar, ihr seht ja, wir befinden uns ja auf der schmutzigen Seite. Versucht euer Auto ein klein bisschen, sagen wir mal, schräg zu versetzen. Das wiederum bedeutet, dass ihr beim Start besser wegkommt und den einen oder anderen möglicherweise überholen könnt. Kleine Sache noch am Rande. Es kann doch mal sein, dass ihr bei 0,0 Meter seid, ihr euch kurz freut, aber dann wieder zurückgesetzt werdet. Warum? Weil es ein Bug ist und das sollte Kurt Masters auf jeden Fall noch beheben. Einmal hatte ich 0,0 Meter, habe mich kurz gefreut und dann habe ich mich geärgert. Tja, kann alles passieren. Ja, einmal machen wir das Ganze noch. Ihr seht, es ist eigentlich total simpel. Also wichtig ist nur, eure Reifen ordentlich auf Temperatur zu bringen, denn die Zeit, in der ihr dort steht, dann fallen eure Temperaturen natürlich ordentlich in den Keller und euer Grip ist dann halt ein bisschen schwächer. So, hier 0,4 Meter. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, habt ihr Probleme mit dieser ganzen Einparksequenz oder denkt ihr euch so, nee, das ist eigentlich relativ simpel. Helft euch untereinander gerne so ein bisschen in den Kommentaren. Also das ist eigentlich alles, was ich jetzt hier weiß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Im nächsten Video machen wir das Ganze mal mit der Boxensequenz. Ihr wisst schon, mit dem Einlenkpunkt. Ich habe da nämlich so ein bzw. zwei Sachen gefunden, auf die man aufpassen sollte. Da würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.